Ein herzlich willkommen hier auf Entor TV. Ja, der erste Advent ist rum, der zweite beginnt bald und das Fest der Liebe steht fast vor der Tür. Man sieht es auch an dieser wunderbaren Dekoration, an diesem schönen Kerzen. Ja. Ganz wunderbar, oder? Ja. Ja, danke auch. Und was könnte man da besser machen zum Fest der Liebe, als sich gegenseitig die Köpfe wegzuballern in Call of Duty? Weil es gibt es jetzt auch für Android. Und jetzt will ich ballern! Call of Duty Boy, ihr versteht so. Ne? Wird gut. Okay, gut. Alles gut. Ich würde sagen, okay. Ich gehe hier mal in eine Mission rein. Dann werden wir auch schon sehen. So, ja, müssen schon starten. Dankeschön. Dann werden wir auch sehen, dass das Laden hier ziemlich lange dauert. Egal, welches Handy man hat. Viele beschweren sich bei diesem Spiel über lange Ladezeiten. Ist ein bisschen schade. Aber über was es noch alles Beschwerden gibt und wie wir das Spiel finden, das werdet ihr jetzt erfahren. Während der Lukas schon mal ein bisschen was zu Call of Duty für Android sagen will. Ich werde einfach mal ein bisschen was zu Call of Duty Strike Team, heißt das, ja. Mhm. Also wir spielen Call of Duty Strike Team. Das kostet 5,11 Euro im Play Store. Mhm. Wir spielen die Version vom 8. November. Und das Spiel hat eine Größe von 1,9 GB. Und also die Leute beschweren sich so ein bisschen über die Steuerung und dass es keinen Multiplayer gibt und dass es teilweise mal ein paar Mikrorucker gibt. Und dann sind da noch die eingefleischten Call of Duty Konsolen und PC-Freaks, die meinen, die Grafik wäre richtig kacker. Ja. Und so weiter und so fort. Und dann lesen wir vielleicht einfach mal die beliebteste Bewertung hier vor. Ein Stern. Überschrift. Stopp, stopp. Cool. Ich würde sagen, das machen wir gleich, weil die Bewertungen sind wirklich einfach der Hammer. Wir gehen einfach kurz auf die Steuerung ein. Okay, muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Der klassische Shooter mit ein paar Änderungen. Links hier unten in der Ecke haben wir die Einstellung, dass wir hier einfach zoomen können, also anvisieren können. Dann können wir hier in die Hocke gehen. Und hier unten können wir unsere Kompanie zusammenrufen und dann sind wir halt zu dritt oder zu viert. In diesem Anfängermodus sind wir jetzt noch zu zweit. Hier links einfach über einen 360-Grad-Strick Bewegung. Hier ballern, hier unten Magazin und Waffenwechsel, Granaten. Ist eigentlich alles klar, oder? Oh, wir wurden entdeckt, das ist schlecht, egal. Und ja, hier links und rechts, das werde ich aber gleich im Kampf zeigen, können wir ganz schnell und einfach die Feinde anvisieren. Und ja, Lukas, bahnfrei, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich, bahnfrei? Ja, erzähl mal was. Bahnfrei. Ah, ich sterbe. Was könnte ich denn noch erzählen? Was haben wir denn da? Die also Steuerung Methode. Hat da... Steuerung. Achso, stimmt, Wertung. Wir haben ja noch eine zweite Ansicht. Und zwar aus der Vogelperspektive die taktische Ansicht quasi, wo wir über das ganze Feld quasi einen besseren Überblick haben und so die Feinde vielleicht einkesseln können und taktisch töten können. Ja, zeige ich gleich. Ja. Willst du erst auf die Bewertung und so eingehen? Ja, tut mir leid. Ja, egal, ich mache das jetzt hier. YOLO. So, ich kann jetzt hier taktisch ein bisschen vorgehen, indem ich hier diesen Soldaten auswähle und einfach mal hier in diese Ecke stelle und sage, bitte schau mal, dass du den hier irgendwie tötest. Was er jetzt machen sollte. Jetzt. Dankeschön. Und können so taktisch auch in größeren Territorien die Feinde einkesseln und natürlich auch hoffentlich siegen. Jetzt nehmen wir den zweiten Soldaten, der soll sich mal um den hier kümmern. Der steht ja so lustig hinter dem Fass, ist dann schön gedeckt und wird jetzt den hier mal wegballern, der gerade schon weggeschossen wird. Wir können den aber auch mal zum Hauptziel machen. Jetzt, so. Während wir zum Beispiel jetzt wieder direkt in die Ego-Perspektive gehen und hier mal eben schnell diesen, den hier wegschießen, weil der... Achso, ich habe jetzt den, der eigentlich den Befehl hat, den zu töten. Ja, ja, ich war schlau. Egal, lebt der noch? Nee, lebt nicht. Wunderbar. Indem wir jetzt mal hier... Was wollte ich machen? Genau diesen Melder hier ausschalten. Wo war der denn jetzt? Hier. Da. Ja. Mhm. Und so kommt hier so eine taktische Ebene rein, die sehr schön ist. Also mir gefällt sie. Dann kann man halt schnell hier seine Truppen koordinieren. Kann große Strecken relativ schnell überspringen. Und ich find's ganz toll. Viele Call of Duty Nerds finden es aber nicht so schön, weil dadurch das Spielgeschehen gestört wird und es natürlich nicht mehr immer volle Action, leider. So, kurz mal neu laden. Ja, mit einer Schrot auf die Entfernung ist jetzt auch nicht unbedingt schlau. Haben wir noch irgendwie eine andere Waffe? Ja, eine Pistole ist jetzt auch nicht wirklich besser. Wow. Egal, ich würde sagen, wir gehen mal eben schnell da hoch. Taktische Ansicht aktivieren. Wir sehen hier diesen gelben Punkt hier oben.
Und da müssen wir hin. Da steht allerdings noch ein Feind im Weg. Den werden wir jetzt erstmal anvisieren. Indem wir hier beide Truppen schnell hier hin machen. Rennen können wir die lassen, indem wir einfach zweimal hintappen. Und jetzt werden wir den hier einfach auswählen. Der soll bitte getötet werden. Und dann werden unsere Truppen das hier übernehmen, hoffentlich. Das geht dann alles automatisch. Ich kann mich also zurücklehnen und hier im Drohnenmodus alles steuern. Gut, der ist tot. Also auf geht's. Und hier schnell zum Gebäude vorrücken und zur Tür. Weil dort müssen wir jetzt Beweismittel sichern. Und dort warten bestimmt noch weitere Gegner auf uns. Kommentare. Ja. Ja, die geilsten Kommentare. Überschrift cool, Bewertung 1 Stern. Das Spiel braucht sehr lange zu laden und nicht mal ein Multiplayer, weniger Waffen, die Steuerung könnte besser sein. Und dafür habe ich 5 Euro gezahlt, oder was? Ihr Opfer, macht mal endlich was. Scheiß Android. Oder Müll, 1 Stern. Also, dass man für sowas Rotziges auch noch Geld bezahlen muss. Das ist ja wohl das Letzte. Dieses Spiel ist einfach nur dumm. Ich verlange sofort mein Geld zurück, weil es kann ja wohl nicht sein, dass man bloß 15 Minuten hat, um es FLLT vielleicht wieder zurückzunehmen. Das ist wirklich eine Frechheit. Und auch mit Absicht gemacht. Nee, das mit dem Zurückgeben ist eine Sache von Google, die verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist aber vom Play Store, also von Google, so vorgegeben. Da können die Entwickler von Call of Duty relativ wenig was. 5,11 € ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt total billig, ist aber auch jetzt nicht wirklich viel. Ich meine, ihr bekommt eine schöne Grafik, einen schönen Shooter geboten. Ich finde, das kann man mal investieren. Spiel ist auch ganz in Ordnung, wie gesagt. Für die Leute, die halt eher so auf stumpfes Geballer und Action aus sind, für die ist natürlich nichts, aber für die sich auch einfach mal mitten im Gefecht kurz zurücklehnen und hier in der Drohnenansicht das Ganze managen wollen und überhaupt so einen kleinen Shooter haben möchten, für die ist das auf jeden Fall was. Als Nachteil würde ich allerdings noch angeben, dass natürlich auf vielen Android-Geräten das Spiel leider nicht funktioniert, wieso auch immer, und dass die Schrift teilweise wirklich extrem klein ist. Das ist dann eher für Tablets gemacht worden, statt für Handys, aber ich finde, so ein S3 ist jetzt nicht wirklich das kleinste Handy, was es so auf dem Markt gibt. Ich will mir aber jetzt auch nicht unbedingt ein Tablet mit in die Hosentasche nehmen, nur um die Spiel spielen zu können. Also wenn man hier diese Schrift einstellen kann, was sich automatisch anpasst an die Bildschirmgröße, das wäre ganz in Ordnung. Ansonsten habe ich persönlich nicht viel zu meckern. Es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Was wir noch kurz zeigen können, sind die besten Listen. Und ich gehe in die Einstellungen. Ja, das war wirklich schlau. Man sieht, die Schrift ist wirklich ein bisschen klein. Hauptmenü, ja. Grafik ist auch absolut in Ordnung. Kann man nichts meckern. Ist okay. Ja. Ja. Gibt Spiele mit besserer Grafik, gibt Spiele mit schlechterer. Vor allem mit schlechterer. Bestenliste. Und dort kann man sich halt von verschiedenen Events anzeigen lassen, wo man so ist. Und hier globale EP zum Beispiel oder im Polarkreis in den Menüs, und so weiter und so fort. Wer da den Rang angibt und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles einsehen. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Genau. Was war das jetzt? Egal. Also, wenn ihr Fragen zum Spiel habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen oder Verbesserungen habt, auch einfach ab in die Kommentare damit. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like und einen Daumen runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte konstruktive Kritik. Ist immer gut. Ne? Und bis dann würde ich sagen, eine schöne Adventszeit. Wünschen euch. Auf jeden Fall. Wir zwei. Ja, wunderbar. Egal. Das hast du jetzt richtig schön gemacht. Egal. Ciao.